Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns mit einigen Berechnungen zum Kosinussatz am allgemeinen Dreieck auch auseinandersetzen werden. Der Kosinussatz ist neben dem Sinussatz ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, um Seitenlängen und auch Winkelmaße im allgemeinen Dreieck auch berechnen zu können. Der Kosinussatz haben wir im vorhergehenden Video auch hergeleitet. Nun möchte ich mit dir auch einige Beispiele anschauen, wo dieser Kosinussatz in der Praxis auch auftritt. Dazu habe ich dir nun wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam in diesem Lernvideo haben. Unbedingt kennen solltest du auch die Struktur bzw. das Aussehen wiederum eines allgemeinen Dreiecks mit Seiten, mit Winkeln und auch mit Eckpunkten. Dass du weißt, dass immer der Winkel Alpha beispielsweise beim Eckpunkt A liegt und dass die Seite A gegenüber dem Eckpunkt Groß A liegt beispielsweise. Ganz wichtig ist dann unter anderem auch noch, dass du grundsätzlich dir auch den Kosinussatz und den Sinussatz auch gut herleiten kannst und darin auch erkennst, welchen Zusammenhang es zwischen Seitenlängen und Winkelmaßen stets in diesen Sätzen gibt. Dass beispielsweise in einem Sinussatz immer die gegenüberliegende Seite von einem Winkel extrem wichtig ist, während beim Kosinussatz es vor allem um zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel geht und daraus die dritte Seite auch berechnet werden kann. Also Sinussatz immer gegenüberliegender Winkel, Kosinussatz immer eingeschlossener Winkel zwischen zwei Seiten. Was sind deine Ziele für dieses Video? Grundsätzlich ist es extrem gut dann, wenn du am Ende dieses Videos auch Situationen gut voneinander unterscheiden kannst, wo es jetzt sinnvoll ist, den Sinussatz und wo es beispielsweise auch sinnvoll ist, den Kosinussatz auch anzuwenden. Und dann natürlich auch nicht nur die Situationen erkennen kannst, sondern auch verstehst bzw. auch beherrschst, wie du Berechnungen am allgemeinen Dreieck mit Hilfe des Kosinussatzes gut und auch richtig durchführen kannst. Hier werden wir uns zwei konkrete Beispiele auch anschauen, wo der Kosinussatz auch zur Anwendung kommt. Und grundsätzlich auch ganz wichtig, dass du zwischen Sinussatz und Kosinussatz gut unterscheiden kannst und wie auch schon gesagt worden ist, dass du auch Situationen erkennen kannst, wo es vielleicht sinnvoller ist, den Sinussatz anzuwenden und wo es vielleicht sinnvoller ist, in einem ersten Schritt den Kosinussatz zu verwenden. Gut, schauen wir uns jetzt einige Beispiele zur Anwendung des Kosinussatzes an. Zuvor habe ich dir nun kurz wieder zusammengeschrieben, was unser Ziel ist. Wir wollen aus gegebenen Seitenlängen, aus gegebenen Winkelmaßen, unbekannte Seitenlängen und unbekannte Winkelmaße berechnen bzw. bestimmen. Denn in der Praxis ist es so, dass wir vielleicht einige Größen gegeben haben, aber einige unbekannte Größen eben berechnen möchten. Und dazu ist dieser Kosinussatz ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Okay, dazu haben wir bereits einige Formeln kennengelernt. Und das wäre unter anderem diese Winkelbeziehung, die Winkelsumme, dass die drei Winkel addiert Alpha plus Beta plus Gamma 180 Grad ergibt. Und der Sinussatz, dass eben immer es ein Verhältnis gibt zwischen Seite durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel und dass diese Verhältnisse alle drei gleich sind. Das heißt, A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta ist gleich C durch Sinus Gamma. Also wichtig, Seite durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und jetzt haben wir ein drittes Hilfsmittel auch kennengelernt, den Kosinussatz. Und den können wir auch auf drei verschiedene Arten formulieren, wie ich in dir in dem letzten Video auch schon gesagt habe. Also, wir nehmen uns zwei Seiten her. Im ersten Fall wäre das A und B. Das heißt, aus diesen beiden Seiten und dem eingeschlossenen Winkel, das wäre Gamma, können wir in diesem Satz C berechnen. Das heißt, C² ist gleich A² plus B². Und jetzt müssten wir noch einen Faktor abziehen, minus 2ab mal Cosinus Gamma. Du siehst, dass dieser Kosinussatz eigentlich sehr verwandt mit dem pythagoreischen Lehrsatz ist. Denn c² ist gleich a² plus b². Hypotenuse Quadrat ist erste Kathete Quadrat plus zweite Kathete Quadrat.
Das ist hier aber nicht der Fall. Wir müssten hier einen verstärkenden Faktor abziehen, da wir in einem allgemeinen Dreieck sind und nicht in einem rechtwinkligen. Und weil hier eben der Cosinus auftritt, Cosinus Gamma, nennen wir diesen Satz Cosinus-Satz. Wir können aber diesen Satz auch für die anderen beiden Seiten formulieren. Wenn wir jetzt a und c gegeben haben, dann ist der eingeschlossene Winkel Beta. Dann können wir damit b berechnen. Und wenn wir b und c gegeben haben und den eingeschlossenen Winkel, der wäre in diesem Fall Alpha von b und c, dann können wir damit die Seite a berechnen. Also diese drei Formeln für den Cosinussatz gibt es, so wie auch oben drei Beziehungen im Sinussatz vorherrschen. Okay, gut, mit Hilfe dieser drei Formeln möchten wir jetzt Berechnungen durchführen. Und das wäre eben, ich habe ihn dir noch einmal oben aufgeschrieben, diesen Cosinussatz mit seinen drei verschiedenen Arten, mit eben den beiden Seiten eingeschlossenen Winkel und daraus lässt sich die dritte Seite berechnen. Diesen Cosinussatz können wir jetzt in unserem ersten Beispiel schon gut verwenden. Nimm dir dazu wieder das Arbeitsblatt zur Hand und dann können wir dieses Beispiel gemeinsam jetzt anschauen. Darin ist ein allgemeines Dreieck gegeben, das du rechts abgebildet hast, mit der Seitenlänge 6 cm und der Seitenlänge 9,5 und dem eingeschlossenen Winkel 25 Grad. Und wir wollen nun die Seitenlänge x in diesem Dreieck berechnen. Das ist der typische Fall für den Cosinussatz, denn wir haben jetzt zwei Seiten, 6 und 9,5 und den eingeschlossenen Winkel 25 Grad gegeben. Das heißt, wir verwenden den Cosinussatz, weil eben der eingeschlossene Winkel hier von der Seitenlänge 6 und von der Seitenlänge 9,5 hier gegeben ist. Typischer Fall für den Cosinussatz und damit können wir die dritte Seite eigentlich berechnen. Das heißt, wenn wir jetzt in eine der Formeln oben einsetzen, hier haben wir keine Benennung, ob etwas A, B, C, Alpha, Beta, Gamma ist. Wir verwenden einfach eine Formel. In dem Fall x Quadrat, die gesuchte Seitenlänge, ist die erste Seite Quadrat plus die zweite Seite Quadrat, das heißt 6 Quadrat plus 9,5 Quadrat. Und jetzt müssen wir noch diesen Faktor abziehen, minus 2 mal 6 mal 9,5 mal den Cosinus von unserem eingeschlossenen Winkel, das wäre der Cosinus von 25. Wir sehen also, dass der Cosinussatz hier eigentlich sehr gut verwendet werden kann, denn x können wir durch diese drei Größen jetzt zwei Seiten und eingeschlossenen Winkel bestimmen. Wenn wir da die rechte Seite nun ausrechnen, da haben wir grundsätzlich nur Zahlen drinnen, dann erhalten wir x² ist gleich 22,93. Genau. Und wenn wir jetzt die Wurzel daraus ziehen, wir können die Wurzel daraus ziehen, wir brauchen keine Fallunterscheidung machen, denn Seitenlängen sind immer positiv, dann erhalten wir, dass x die Wurzel aus 22,93 ist, das wäre 4,78 cm. Das heißt, mit der Hilfe des Cosinussatzes können wir jetzt diese Seite x einfach und schnell auch berechnen. Schauen wir uns gemeinsam ein zweites Beispiel an. Das wäre hier, das wäre ein Beispiel unterhalb. Und ich möchte jetzt nun gerne, dass du dieses Beispiel mit den drei Seitenlängen zunächst einmal selbst probierst. Und ich gebe dir als Hinweis, dass hier in einem ersten Schritt der Cosinussatz angewandt werden muss. Denn wir haben drei Seiten gegeben und wir können aus dem Cosinussatz natürlich auch einen beliebigen Winkel berechnen. Dazu brauchen wir uns nur beispielsweise die erste Formel oben anschauen. Wir können C einsetzen, wir können A und wir können B einsetzen und daraus lässt sich leicht eigentlich der Winkel Gamma beispielsweise bestimmen. Versuche dieses Beispiel, wo du alle drei Winkel jetzt nun berechnen musst, selbstständig zu lösen. Und ein kleiner Tipp nochmals, der letzte Winkel lässt sich über die Winkelsumme berechnen. Du kannst dieses Video hierzu nun stoppen.
Gut, schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Ich habe dir bereits als kleinen Tipp vorweggegeben, dass du in einem ersten Schritt, wenn du drei Seiten gegeben hast, einen beliebigen Winkel nur über den Kosinussatz bestimmen kannst. Das heißt, der größte Winkel lässt sich mit Hilfe des Kosinussatzes berechnen. Dazu nehmen wir jetzt folgende Formel her. Wir können die dritte Formel jetzt auch nehmen. Wir können a² ist gleich b² plus c² minus 2bc mal Cosinus Alpha nehmen. Wir haben a gegeben, wir haben b gegeben und wir haben c gegeben. Das ist hier ganz wichtig und diese drei Größen können wir jetzt nun einsetzen. Können wir einsetzen und können natürlich auch umformen. Wir können diese Gleichung nach Cosinus Alpha auch umformen. Wenn wir das machen, dann erhalten wir eben auch diesen Term. Cosinus Alpha ist gleich b² plus c² minus a² durch 2 mal b mal c. Wenn wir jetzt die Größen b, c und a auch einsetzen, dann erhalten wir, dass dieser Wert ungefähr 0,179 ist auf der rechten Seite und Alpha lässt sich dann über den Arcus Cosinus von diesem Ergebnis aus der rechten Seite berechnen und damit erhalten wir insgesamt 79,65 Grad. Ganz wichtig, um jetzt den Alpha-Winkel aus dieser Gleichung auch bestimmen zu können, müssen wir den Arcus Cosinus oder Cosinus hoch minus 1, wie es in manchen Schulbüchern oder auch auf manchen Taschenrechnern oben ist, auch anwenden. Und natürlich auch vorher A, B und C einsetzen. Das heißt, wenn du drei Seiten gegeben hast, dann führt eigentlich kein Weg am Kosinussatz vorbei. Du musst mit Hilfe des Kosinussatzes einen Winkel berechnen. Damit haben wir Alpha gefunden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir einen anderen Winkel auch berechnen können, wie wir beispielsweise Beta oder Gamma berechnen. Wir können wiederum den Kosinussatz verwenden oder wir können auch als zweiten wichtigen Satz hier den Sinussatz verwenden. Der lässt sich ebenso anschreiben, wir haben bereits Alpha, wir haben A und wir haben B und wir können aus dem Sinussatz wieder mit dem gegenüberliegenden Winkel in diesem Fall jetzt B durch Sinus Beta ist gleich A durch Sinus Alpha anschreiben. Wir haben B, A und Alpha gegeben. Dann können wir diese Gleichung auch nach Sinus Beta umformen. Und wenn man wieder dieses Ergebnis gefunden hat auf der rechten Seite, dann muss man jetzt wieder Beta berechnen durch den Arcus Sinus oder den Sinus hoch minus 1 und dann lässt sich Beta bestimmen durch 35,10 Grad. Du kannst natürlich auch den Kosinussatz hier verwenden. Wie gesagt, es kann hier Beta mit Hilfe des Kosinussatzes oder mit Hilfe auch des Sinussatzes verwendet werden. Wenn du dir hier noch nicht ganz sicher bist beim Kosinussatz, dann kannst du auch den zweiten Winkel durchaus mit dem Sinussatz verwenden. In diesem Fall wäre es eigentlich egal. Und den dritten Winkel, da habe ich dir auch vorhin schon einen Tipp gegeben, den bitte niemals mit dem Kosinussatz oder mit dem Sinussatz berechnen, sondern wenn zwei Winkel gegeben sind, dann kann der dritte Winkel relativ einfach und schnell einfach über die Winkelsumme bestimmt werden. Da wir ja wissen, dass Alpha plus Beta plus Gamma 180 Grad groß ist, können wir Gamma jetzt berechnen durch 180 minus Alpha minus Beta. Und das wäre dann 65,23 Grad, dieser Winkel Gamma. Wir haben jetzt nun also alle drei Winkel über drei verschiedene Arten bestimmt. Einmal über den Kosinussatz, ganz am Anfang, der verwendet werden muss. Dann der zweite Winkel Beta, den wir über den Sinussatz oder den Kosinussatz bestimmen können. Und der dritte Winkel, wo wir natürlich auch wieder Sinus und Kosinussatz verwenden können, aber hier eine ganz, ganz einfachere Art hier möglich ist, und zwar über die Winkelsumme. Also sobald wir nur einen Winkel mehr brauchen, bitte die Winkelsumme verwenden. Du siehst jetzt nun also, dass in einem Dreieck, wenn wir Berechnungen durchführen, sowohl der Sinussatz als auch der Kosinussatz verwendet werden müssen oder auch können, um jetzt gegebene Winkel und auch bestimmte Seiten auch berechnen zu können.
Es gibt grundsätzlich so ein paar Standardfälle, wo man jetzt in einer gewissen Situation den Sinus- und den Cosinus-Satz verwenden muss oder kann. Du siehst hier bereits einen Standardfall, wenn drei Seiten gegeben sind. Bei drei Seiten muss immer zunächst der Cosinus-Satz verwendet werden und erst dann kann mit Hilfe des Sinus-Satzes und der Winkelsumme weitergerechnet werden. Das wäre so ein Standardfall, aber es gibt hier auch noch weitere Standardfälle, die ich mit dir gemeinsam auch durchgehen möchte, wo du auch siehst, wann und in welcher Situation es jetzt sinnvoller ist, den Sinussatz oder den Kosinussatz auch zu verwenden. Das werden wir uns in unserem nächsten Video anschauen, wo wir ein gewisses Kochrezept uns auch aneignen bzw. anlegen, um jetzt dann Berechnungen im allgemeinen Dreieck einfach und schnell auch durchführen zu können. Ich freue mich darauf.